Mein Name ist Luisa Itta und ich bin im siebten Monat schwanger mit meinem ersten Baby. Das ist jetzt das Thema Wassergeburt. Ich bin schon ganz gespannt, was mir wartet und stehe schon hier im Gebärzimmer. Annika ist Hebamme in der Hirslande. Wenn das Wasser zum Beispiel 40 Grad hätte, würdest auch du hochheizen und damit halt auch das Kind. Und dann haben wir sehr schnelle Herztöne. Deswegen bleiben wir bei der Wassertemperatur 36, 37 Grad. Vielen Frauen tut es einfach gut, im warmen Wasser zu liegen. Gebären die viele die aber im Trockenen. Warmes Wasser ist einfach entspannt. Die Wehen werden etwas weniger im Wasser und sie finden das als sehr angenehm. Bei einer Wassergeburt kommt es zwar zu weniger Dammriss und Schnitt, dafür gibt es aber andere Risiken. Das größte Risiko ist, wenn es dem Kind nicht so gut geht. Und zwar in der Wanne, wenn wir merken, die Herztöne sind nicht so gut oder die Mama Kreislaufprobleme hat. Es ist manchmal dann etwas schwierig, sie aus der Wanne zu holen, dass es dann auch schnell geht. So, ich bin jetzt wieder draußen und schon wieder abgetrocknet. Und ich muss sagen, es war sehr, sehr angenehm mit sie. Ganz am Anfang der Schwangerschaft habe ich Baden als extrem unangenehm empfunden. Mein Kreislauf hat es nicht so mitgemacht. Jetzt habe ich es aber schon wieder genossen und kann mir vorstellen, sogar so zu gebären.